Tut mir leid wegen meinem Kollegen, der ist da ein bisschen, eingetrunken, gut. Ja, das ist so, ja, ja. Der Mann meint, das geht heute auf dich. Ich hab gesagt, du bist mein Onkel. Du sollst dann später die Rechnung zahlen wegen diese. Ohne der! Wie kann ich dir helfen? Okay, wir kommen gleich, ja? Okay, wir machen schon mal sauber, okay? Okay, mach das, bis gleich. Ich bin heute hier, um dich abzufacken, weißt du das? Ich merk schon, ich merk das ganze Zeit schon, nur seit einer halben Zeit Stunde. Dich abzufacken. Ich merk das wirklich. Ohne Gnade, ich bleib die ganze Zeit an dir, ich klebe an deinen Arsch, bis ich sterbe. Was soll das? Was hab ich dir getan? Ich hab dir damals geholfen. Egal, wenn du hast gerufen. Ich hab gesagt, okay, ich komme jetzt. Sogar ein Ramadan, ich hab weitergemacht. Nach Iftar, ich hab dir sogar noch weiter geholfen. Und jetzt kommst du zu mir und machst so... Mach mir nicht diese Islamschiene, Bruder, wenn du ein Casino betreibst. Bitte. Tamam. Hadi, tschüss. Hadi, warte. Bist du Türkin? Ja, bist du Türkin? Nerelisin, ja. Kızım? Nerelisin? Sana ne oluyor? Woher kommst du? Aus Türkei. Hier ist die gleiche Stadt. Was willst du? Sag doch mal, woher du aus Türkei kommst. Mit mir. Ich behandle gerade den Hallo. Herrn Oleg. Sag doch mal. Hör doch mal auf jetzt. Amane, check dir mal meine Akku, du meine Vlade. Sieg dir geht lang. Versieh dich jetzt, Sule. Was ist los mit dir? Woher kommst du denn aus Türkei? Sag doch einfach einen kleinen Satz. Sus. Versieh dich. Sus, Lein, Amane. Ich geb ihm 20.000. Ja, das hätte er verdient. Hey, Herr Gigant. Was? Herr Oleg. Herr Oleg. Was haben die denn nochmal gesagt? Herr Oleka! Herr Oleka, ganz gut. Ich habe hier einen Kunden, der hat schon ein bisschen... Sagen Sie nochmal zu ihm, was haben Sie denn gemacht? Warte, wir reden gleich mit dem Herrn. Ich muss mir nur kurz helfen lassen. So, ich wollte Sie auch noch ein Hello Kitty fest. Sehen Sie, er wird auch überhandelt. Ja, bitte. Was soll das? Mit Vielen Glitzer Dank. Oder ohne? Mit ohne Glitzer. Okay, mit ohne. Mit ohne, ja. Vielen Dank. Josef, ich danke dir vielmals. Ja. Danke auch für die Vitex-Salbe, ne, für die Hämorrhoidensalbe. Ja, ja. Kein Problem. Und, sagen Sie Bescheid, wenn Sie mehr brauchen. Ich bin, ja? Mach ich, ja. Das ist eh nicht für mich, das ist für den Herrn da vorne. Der schämt sich nur. Ja. Na, kein Problem. Ja. Alles klar. Ja. Gut, vielen Dank. Kein Problem. Komm, tut mir leid, ich habe auch keine Brille mehr. Bis dann. Ja? Woher kommst du jetzt aus Türkei? Sag doch. Was? Warum? Warum Was nicht? Was soll das denn? Guck mal, nur weil... Ich will dich besuchen. Ich will dich entführen, wie wir das immer in Türkei machen. Bring dich zu unserer Köln. Hör doch mal auf zu gangen, nur weil du den Urlaub machst, du Hund. Oh. Ich schnapp die mir noch. Ich werde die entführen, Bruder, von dieser MD. Ich mache ein Fake-Dispatch. Was ist jetzt hier? Was hast du gemacht? Erzähl mir das mal bitte ganz kurz. Er hat mir irgendeine Scheiße vollgelabert und dann danach war ich arm. Ich hab gehört, dass ich ein Geld geschenkt bekommen, dann bin ich ins Casino gegangen, hab noch mehr verloren. Also du hast dir 20.000 gegeben, was hätte dir denn versprochen, dass du bekommst für die 20.000? Hör doch mal lauter, Mono, was ist los? Kommt dein Baba gleich rein oder warum bist du so leise ganze Zeit? Der Ball hast du voll, Bart. Versieh dich mal, Ole. Sag doch. Ja, ich bin am Ende. Nein, was habe ich dir denn versprochen? Dass ich jeden Tag 10.000 bekomme. Also du gibst 20.000 und du verdienst jeden Tag 10.000. Und das hast du geglaubt und deswegen hast du ihm 20.000 gegeben. Alles klar, gut. Bei dir ist Hopfen und Malz Bier verloren. Deswegen bitte geh einfach schlafen. Gute Nacht. Wir fahren jetzt. Tut mir leid. Josi, schönen Abend, mein Schatz. Nein! Schönen Abend. Kuss, ja? Der Kuss, ja? Nein, ich heirate dich noch später. Oha, warte doch mal, du kannst doch gar nicht auf Dach, wenn da noch kein Platz ist. Ja, siehst du dich ein bisschen auf dem Boden? Ja, wirst dann endlich Ihr Name? Ha? Mein Name ist Olegu. Olegu, hä? Ja, richtig. Wie viel haben Sie geraucht heute Abend? Erzählen Sie ehrlich. Drei, voila. Drei haben Sie geraucht. Und du fährst trotzdem jetzt hier links, oder was fährst du? Hier links? Links. Ich hatte bei Casino Resort Urlaub gemacht, ne? Aber jetzt habe ich all mein Geld verspielt. Hier, stopp, du musst drehen hier. Drehen hier. Hier drehen? Geh nicht, geh auf keinen Fall ins Casino, da will ich abziehen. Ich kenn den. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Nein, bitte sag nicht, dein Motor ist kaputt. Das kann doch nicht dein Ernst sein, mitten auf der Autobahn. Hätte eben passieren können, da hätte das passieren können. Da vorne an der Seite, warum genau so muss das jetzt kaputt gehen, sag mal. Ich weiß nicht, das ist so dumm, so ein kleinen Scheiß. Mach Motorhaube auf, ich mach das schon, Mach mal Motorhaube auf, vielleicht kennt er sich aus. Was ist hier los, hä? Wenn hier gleich ein Auto kommt, ein Sportwagen, weil er denkt, er kann hier durchballern, dann sind wir am Arsch. Sorry. Geh mal auf sicher. Hier. Ich bin das. Der war wohl ein Gramm zu viel, ne? Ein Gramm, ja. So, jetzt guck ich mal, ja? Was ist da los? Was ist da los? Ja, ich seh schon, was da los Bruder, ist. Bruder, der ist so anders weg, ne? Was ist da los? Ja.
Das hier auf jeden Fall. Der Luftfilter ist kaputt, die linke Pumpe auch. Okay. Man sieht hier den Katalysator, der ist zerbrochen. Yeah. Und, zerbrochen. Und der Tankdeckel ist verschmutzt. Kann man das noch reparieren oder nicht? Ja, dafür braucht ihr eine Vollkaskoversicherung von der ADAC. Habt ihr die? Wie kann man so viel Scheiße reden um 3 Uhr? Sag mal. 50 Euro. Auf jeden Fall ist der Kolben geplatzt. Die müssen da nochmal den Katalysator wechseln und das linke Radfahrding ist kaputt. Ich mach das kurz, Will. Ja, wir haben jetzt frei. Ja, warte mal, wo bist du? Komm mal her. Ich bin hier ich brauche Hilfe. Ich hol mal Repackit mit. Ich kenn schon. Ja. Der redet da irgendwas von dem Kolben? Das stimmt doch alles gar nicht. Alles. Guck mal, zack. Kannst du so machen, da wäre nur der Schlauch ist rausgefallen. Wo ist Schlauch? Schlauch ist rausgefallen, geht wieder, ich hab dran gemacht. Ja, ist bei mir noch alles platt, alles. Warte. Nein, ich probier nochmal. Hallo? Geh mal an die Motor, guck mal, geht die Motor an? Ja, so, der springt schon an. Warte ganz kurz. Versuch jetzt. So! Perfekt, geht doch. Komm, ich fahr. Oh, Baby, du fährst. Natürlich fahr ich. Fahr, Basis! Mashallah. Wie gingst du Fuß den letzten Weg? Ich scheiß auf deinen scheiß verschissenen Wohnwagen. Wie gingst du Fuß? Du schläfst heute Abend oben. Na, was soll das? Mann, der Hund. Guck mal, der Arm ist so stoned. Der hat noch immer nicht realisiert, dass wir rausgestiegen sind. Guck mal, der sitzt noch drin, der redet noch mit uns. Das war nicht sein Mitarbeiter, das war irgend so ein Mann. Was macht der Idiot hier? Tamam, okay, ist alles sauber, ist okay, ich kann von dem Boden, kann ich gleich, ist okay, ist alles sauber, danke dir. Okay, okay. Guck mal, der da hinten, der räumt die Spielmaschine ein. Oder woher kriegt man einen Sound für Spielmaschine aus? Jawohl, das erinnert mich richtig an Saunaclub, Bruder. Ey, so ein Kind, ich kann nicht mehr. Das ist wie Saunaclub hier. Ist alles normal hier, der macht sauber. Gut, Männer, ich denke, wir sind fertig. Wir treffen uns alle oben am Ende. Bruder, da kommt. Was hast du jetzt vor? Hast du den jetzt gekundigt? Ja, ich hab den gekundigt. Der hat eh von mir kein Geld bekommen, seit der Engel. Der arbeitet seit heute für mich. Der hat kurz Spielmaschine in sein Zimmer gestellt. Boah, Leute, die richtig arbeiten. Imagine, der stellt Spielmaschine in sein Zimmer und dreht den Regler einfach so richtig auf von seinem Mic. Dann würdet ihr auch für mich arbeiten. Jungs, ich danke euch vielmals für die blende, für die bezaubernde Arbeit heute von euch. Ich blende mal aus, was da passiert ist, ne, heute mit eben am Anfang. Aber vielen Dank, war sehr, sehr toll heute. Ich muss kurz meine Schuhe einsehen, langsam wird's kalt. So! Also das ist auch mein zweiter Tag hier und ich bin wirklich enttäuscht, was für ein grundlegendes Team wir hier sind. Ich fand es schlecht von Pascal, dass er heute wirklich unkoordiniert seine Arbeit gemacht hat. Vor der Tür stand nicht einer, der ganz normal geredet hat. Ein Mann hat sogar einen alten Mann hier geschlagen, einer von euch. Ich möchte gerne wissen, wer das war. Ich glaube, das war sogar dieser Mann. Er wird gefeuert. Ich weiß nicht. Hören Sie auf mit dieser Waller-Sache. Sie sind ab heute fristlos gekündigt. Und ja, was ist Ihre Frage? Wie gesagt, wer sind Sie eigentlich? Ja, Jungs, bitte, hört ihm einfach Dollar nicht zu. Parkgebühr nicht bezahlt und jetzt ich habe die 700 Dollar Parkgebühr nicht gezahlt, weil ich... Jungs, hört ihn einfach nicht zu. Ich bin Millionär, okay? Lass ihn einfach kurz. Okay. Okay, Chef. Warum reden Sie? Ich habe ihn nicht nach Geld gefragt. Was sagen Sie da vor Ihren Leuten? Sie können das später sagen, aber nicht hier. Was ist denn? Was soll das? Spende dich doch mal. Was tust du denn da? Sie arbeiten hier für einen Mann, der aussieht wie ein Penner, der vorhin nicht mal seine Schuhe anhatte. Ich sollte euch alle schämen. Siehst du, was der Penner macht mit mir, du Hund? Ich finde, ein Boss sollte so aussehen wie ich. Sehen Sie das? Ich haben sehe wunderschön. Nein, lass den mal. Ist doch schön, ist doch ein bisschen. Ich meine, ihr seht mich doch. Guck mal, wie schön ich aussehe. In jeder Klasse gibt es einen Klassenclown. Auch bei uns, ja, ne? Ist so Bespaßung. Klassenclown. Hey, hab hier nicht so eine große Fresse. Denk nicht, dass du hier was zu sagen hast, okay? Steh schon wieder in deine Reihe mit deinem Anzug. Red einständig, heißt du verständig. Die machen mir einen auf Mann, weil du vor mir stehst. Die machen mir einen auf cool. Ja, ich kündige dich. Die ist nicht mal an. Kündigst gar nichts. Baron ist Löwe. Wer bist du? Guck dich mal an, du. Baran Nevros, ich komme aus Kurdistan. Hast du ein Problem damit? Du musst mal gucken, wer hier richtig fragt. Mehr nicht, Alter. Und deine 700 Dollar nehmen. Mehr nicht. Ich bin Millionär, Alter. Du hast keine Ahnung, wie Geld ich schon reingelaufen habe. Wie sehen denn die? Millionär hast du nicht. Nein. Ich wollte sie zahlen. Aber ich durfte nicht, weil ich VIP bin. Ihr Wichser. Ich bin VIP. Peace.
Seht genau, ihr das? Du bist noch VIP und zwar 5 Minuten und 23 Sekunden. Danach ist deine Frist abgelaufen. Weißt du, was das Problem ist? Du rennst hier die ganze Zeit rum. Du rennst hier die ganze Zeit rum und du tust so, als wärst du Rage. Aber du bist gern, du bist ein Kurt, ein Fuß bist du, ein Fuß. Ja? Du Hey, Jungs, entspannt euch. Jungs, lässt ihn. Hör auf. Ich rufe jetzt meinen Mitarbeiter, der dich jetzt klatschen soll, okay? Welchen, den du quasi hast? Meinst du den, den du gerade gekündigt hast, weil der mich nicht klatschen wollte? Habt ihr gehört, Jungs? Ja, warte. Hallo? Hallo, wo bist du? Hier ist dieser Mann, der hat wieder Stress geschoben. Komm bitte rein und klatsch ihn, okay? Seine Mitarbeiter werden nichts machen. Sie sind nicht gekündigt, okay? Das war Spaß. Kommen Sie jetzt. Jetzt, wo ihr ihn braucht, ruf ich werde Sie nicht kündigen. Kommen Sie jetzt oder Flaune. Nicht? So eine Flaune, wirklich. Kommen Sie? Altkleider-Smoking. Perfekt, ruf auch die Polizei an. Hat schon. 6,5 Stunden später. Hör zu, du bist einer der besten Hitmans. Sonst hätte ich dich hier nicht eingestellt. Diese 5, 7, 8 Leute, die haust du selber alle kaputt. Und deswegen... Deswegen, weil du der Beste bist. Dieser Typ, der stoned ist, ne? Wo ist der überhaupt, Bruder? Der steht da einfach, Bruder. Der weiß gar nicht, was abgeht. Der hört sich das die ganze Zeit an. Der ist so weg, Digga. Der weiß gar nicht. Jungs, ich bin... Hör auf! Deine Leute können dich nicht schützen! Deike, dumm! Abdel, das war das letzte Mal. Wallah, Billa, das war das letzte Mal. Was mit dem passiert? Okay, ich glaube, wir egal, wir sind jetzt hier am Start. Damit die Arbeitskräfte ruhig arbeiten gehen können, ja? Möchte gerne nicht mehr. Kann den jemand mitnehmen, den nimmt man den Hitman? Kann den jemand mitnehmen, kann jemand mit mir fahren? Ali, nimm ihn mit. Den Typ, der auf dem Boden liegt und dann kurz einsteigt. Egal, Hitman und Asi liegen oder so. Asi liegt auch, aber den liegt da noch immer. Den hat keiner mitgenommen. Hitman und Asi liegen. Wenn wir kein Geld, wenn wir unser Geld haben und alles noch, dann ist alles easy, Leute. Hallo? Okay, geht's dir gut? Pablo. Oh, Entschuldigung. Alles gut, ja. Jungs, das Geld ist weg. Wie, das Geld ist weg? Was? Ich hab eingesellt. Oh mein Gott. Was mit dem das alles? Alles gut, Jungs, alles gut. Ich danke Ihnen vielmals. Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie noch was? Ja, ich hatte Kreislaufprobleme, weil ich einen Schlag gegen meinen Kopf bekommen habe. Aber anscheinend geht's jetzt wieder. Ich trinke gleich was und dann geht's mir besser. Okay, gut. Ja, okay, gut. Vielen Dank, der Herr, dass Sie so schnell da waren. Haben Sie einen schönen Abend. Und sehr gut gefahren. Ja. So, warum bin ich jetzt draufgegangen, wenn 10 gegen 1 ist? Kann mir das einer erklären? Das war so ein Durcheinander. Okay, und was was hat Abdel gemacht? Kaum noch mit Messer oder nicht? Was? Ich hab ihn da mit Messer gesehen, dann hat er einmal in den Haufen reingestochen. Der sticht einfach so in den Haufen rein. Ja. Sie hat erstmal Pause für heute, das ist ja jetzt erst. Ja. Warum? Der Junge ist so ein Troll. Ich meine, am Ende hat er nichts falsch gemacht. So. Das Wohnmobil-Surfen hat auch dabei getragen. Der ist eh morgen wieder da, Leute. Alles gut.